Wie konnte es zum Scheitern der Pkw-Maut kommen? Diese Frage soll ein Untersuchungsausschuss klären, der am Donnerstag seine Arbeit aufgenommen hat. Im Mittelpunkt wird dabei Verkehrsminister Andreas Scheuer stehen. Der hatte die Verträge zur Erhebung und Kontrolle der Maut schon 2018 geschlossen, bevor endgültige Rechtssicherheit bestand. Andreas Scheuer als Verkehrsminister hat die Verfassung gebrochen, hat das Parlament belogen und er hat einen Schaden verursacht, dessen Höhe noch nicht ganz klar ist, aber der mehrere hundert Millionen Euro betragen kann. Es geht jetzt in diesem Untersuchungsausschuss darum, das Warum und Wie zu ergründen. Wie konnte es sein, dass eine solche Fehlentscheidung getroffen wurde? Welche politischen Motivationen waren hier am Werke, die dazu geführt haben, dass solche Entscheidungen getroffen werden? Es stehen sehr schwere Anschuldigungen im Raum. Es ist die Anschuldigung, dass der Minister das Parlament belogen hat und dass er Haushaltsrecht gebrochen hat. Der Minister hat gegenüber dem Ausschuss erklärt, dass beide Anschuldigungen nicht der Wahrheit entsprechen. Und darum ist es jetzt wichtig, dass wir in diesem Untersuchungsausschuss die Fakten auf den Tisch bekommen, dass wir Zeugen hören, um festzustellen, wo liegt denn tatsächlich die Wahrheit. Die Opposition wirft dem CSU-Politiker vor, die Verträge leichtfertig noch vor dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes zur Rechtmäßigkeit der Maut unterschrieben zu haben. Der EuGH hatte die Maut Mitte 2019 als unrechtmäßig gestoppt, weil sie Ausländer diskriminiere. Es wird damit gerechnet, dass die betroffenen Firmen nun Schadenersatz von mehreren hundert Millionen Euro fordern.